So, Oleg Berns, der überragt ihn hier gut um den halben Kopf und hat, das sieht man jetzt, wirklich so extrem lange Arme. Oft gibt es ja diesen Spruch, der kann sich im Stehen in der Kniekehle kratzen, so lange Arme hat der. Ja, sieht fast so aus dieser Perspektive. Und, Daniel, und ist spargelddünn. Also da bin ich jetzt wirklich gespannt, was für eine Kampfführung der hier vorhat. Ja, ich denke mal, für Rainier wird es schwierig sein, hier die Distanz zu überbrücken. Bin ich gespannt. Also ich habe... weiß wirklich gar nicht, wie dieser Kampf hier verlaufen wird. Für Rainier ist es ja sein Debüt bei den Profis heute. Er hat zwar schon einige Amateurkämpfe absolviert, oh, fünf Stück. Oleg wechselt die Auslage. Oh, versucht es hier schön mit Frontkicks. Oleg bleibt bei den Lowkicks. Und ich staune, dass Rainier sich da auf lange Kicks versucht, ob er nicht gleich versucht, irgendwie die Deckung von Oleg zu unterlaufen, um ranzukommen an den Mann. Oh, schön. Der rechte Frontkick. Sehr interessant. Versucht ihn immer wieder zum Gesicht von Oleg zu ziehen. Oleg wechselt immer wieder die Auslage, versucht Rainier damit zu verwirren, was jetzt aber bis jetzt noch nicht so wirklich klappt. Beide sind im Schlagabtausch und Rainier macht mehr Druck, drückt Oleg gegen den Käfig. Er macht aber interessanterweise Druck, ohne jetzt zwar gerade, aber davor wenig Aktion zu zeigen. Er hat einfach so ein bisschen die Cage-Mitte behauptet, marschierte so langsam Richtung von Oleg Berns. Obwohl man das eigentlich eher von einem langen Mann wie Oleg erwarten würde, der die langen Arme hat, der eigentlich versuchen sollte, Rainier auf Distanz zu halten. Ja, das macht er ja. Er setzt ja die Arme und vor allem auch die Kicks ein. Das ist erfreulich von Berns, dass er da ein bisschen was zeigt. Aber man sieht, oh, Rainier dreht sich sehr, sehr schnell. Ist auf jeden Fall der beweglichere. Überrascht mich, dass der Kampf so lange im Stehen schon geführt wird jetzt. Ja. 2 Minuten und Rainier versucht gar nicht, irgendwie den Mann hier zu packen, zu Boden zu bringen. Beide sind ja immer noch in der Abtastphase. Also so schaut das für mich aus hier. Rainier hat die Hände weit unten. Passiert jetzt hier einen Kick, aber der ging mehr gegen die Hand. Oh, schön. Jetzt 3, 4 Hände. Jetzt versucht so, Rainier mit dem Bodenkampf. Und Oleg greift sich hier den Kopf. Auch wieder die Guillotine, die wir gesehen haben im Kampf davor. Da waren jetzt 3, 4 harte Hände drin. Sehr schön von Oleg. Der scheint jetzt hier sein Mittel gefunden zu haben. Wenn er es wiederholen kann. Rainier hat jetzt etwas Respekt vor Oleg. Und Oleg ist jetzt plötzlich derjenige, der aus der Ringmitte herausarbeitet. Ja, der agiert jetzt. Lange Arme, langer Kick. Schließt auch mit einem Low-Kick ab. Oh, kommt jetzt auch selber mit Frontkicks. Hat doch gar nicht so sehr das Bedürfnis, sich in den Bodenkampf verwickeln zu lassen, wie wir gerade gesehen haben. Lässt aber auf der rechten Seite zu viel Platz. Macht den Ring zu sehr weit, macht den Cage zu sehr weit auf. Ah, sehr schön. Und wieder Low-Kick. Das dürfte es gewesen sein. K.O. des Abends. Wow, bisher. Wahnsinn, was für ein Knie von ganz Oleg schnelles Berns. Knie nach oben gezogen. Und da war Rainier das Silber mal ja nicht nur völlig überrascht, sondern auch machtlos. Das hat ihn auch Wahnsinn. Richtig von den Beinen gerissen. Da kann Oleg Berns stolz auf sich sein. Daumen hoch. Daumen hoch für so eine Leistung. Das dürften ziemlich exakt 3 Minuten gewesen sein. 4, 5. Und da hat es Rainier da Silva versucht, in den Bodenkampf zu bringen. Da hat er zu viel gespielt. Und da kam das Knie durch die Mitte durch. Wahnsinn. Und da hat Rainier schon die Arme weggestreckt. War dann wieder da, aber das war die richtige Entscheidung. Stark, Sieg nach Hamburg. Oh, jetzt kommt er hier, der Mann. Oh, Applaus. Aus der Hansestadt, der die Flagge der Hansestadt hier auch schwenkt. Applaus, wirklich. Starke Leistung. Und wir dürfen nicht vergessen, das war auch sein Debüt bei den Profis. Oleg Berns nach 9 Amateurkämpfen im MMA, von denen er 6 gewonnen hat. Da landet er diesen spektakulären Kracher hier und holt sich damit auch gleich den ersten Sieg. Völlig verdient, bis dahin auch der überlegene Mann gewesen. Ladies and Gentlemen, der Sieger ist Oleg Berns.
Wunderbar, herzlichen Glückwunsch.